Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Andrea bastelt für euch. Ich bin ja jetzt ganz ungewohnt, dass ich meinen Namen ein bisschen verkürzt habe. Aber ich dachte immer, Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. ist immer irgendwie so lang. Und Andrea bastelt für euch ist ja ein bisschen kürzer und ich bastel ja auch für euch. Und ihr wisst ja, dass ich mit Action bastel. Und genau, und ich habe für euch ein One-Day-Saving-Video heute. Und zwar habe ich mir solche Wachssiegel ausgesucht, also Wachs, um Siegel zu machen, ausgesucht in diesen Farben. Ich finde die total schön. Dann habe ich mir noch mal ausgesucht ein Herz. Und dann habe ich mir das ausgesucht. Und zwar ist das ein elektrisches Gerät. Und ich habe auch den Adapter dafür, weil das ist ja dieser amerikanische Stecker. Und damit wollen wir das jetzt heute mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ich habe mir extra das mitgenommen, weil ich es auch fürs Seifengießen haben will. Ich habe nämlich fürs Seifengießen so einen kleinen Pot, den ich dann noch hoffentlich raufstellen kann. Und dann anschließend hier mit meine Seife schmelzen kann, um damit dann Seifen zu machen. So, ich war jetzt gerade am Überlegen, sorry, das ist ja wirklich, das Kabel ist ziemlich kurz. Da muss man gucken. Ich hoffe, dass das zu meiner Steckdose passt. So, jetzt mal gucken. Das muss doch da so reingehen. So. Ich will das jetzt auch nicht verbiegen. Aber die sind ja relativ stabil hier. Kann ja auch nicht anders irgendwie gehen. Nee, das passt nur in eine Richtung. Ach, ja. Eigentlich ging das ganz leicht. Ich war nur ein bisschen vorsichtig. Ja, ich werde das jetzt mal in meine Steckdose packen. So, was nehme ich denn mal raus hier? Ach, die Lampe, das ist ein bisschen schlecht. Die Lampe packe ich mal nach hinten. So. Also ich habe auch, wir haben hier in unserem Bastelbereich auch einen Feuerlöscher bereitstehen. Den werde ich mir mal holen. So. Ja, okay. Dann gucken wir uns das mal an. Ich hole mir noch mal kurz den Feuerlöscher. Den habe ich hier bereit. Ich würde so einen natürlich auch nicht stehen lassen, wenn ich da nicht anwesend bin. So, dann packen wir das mal rauf hier. Und dann wollen wir mal gucken. Ich habe es jetzt auf volle Pulle gemacht. Und ja, ist natürlich alles in Chinesisch hier. Dann wollen wir mal gucken. Ja, es qualmt. Ich mache mal ein bisschen zurück. So. Aber das ist ja, wenn man sowas das erste Mal anmacht, ist das ja meistens so, dass das ein bisschen qualmt. Schatze, ja? Du bist jetzt auch hier. Ich habe mir vorsichtshalber eine Feuerlöscher hingestellt. Alles klar.
Ne, man weiß ja nie. Okay, fing das an zu qualmen oder was? Ja, es qualmte so ein ganz bisschen und roch auch so ein bisschen. Ja, das ist aber ganz normal für die, genau. Wenn man irgendwie einen neuen Herd, neue Mikrowelle, irgendwas, was heiß ja, wird, ne? Das erste Mal berührt sind, weil das da oft so ein bisschen genau. Rückstände drauf sind, ja. Die beim ersten Mal einfach verbrutzeln. Jetzt hat es auch aufgehört zu qualmen. Ja, das ist einfach von der Produktion Reste, die drauf sind, die dann... Also ich werde jetzt nicht auf die Platte fassen, weil nee, die ist das, heiß jetzt. Ja, genau, das ist... genau, und... Oh, es ist heiß, so vorsichtshalber. Ja. Dann machen wir doch gleich mal das Herz daran. Also ihr braucht dann praktisch, wenn ihr euch da bei One Is Heaving diese, nennt sich ja auch Stempel, also diese aus Metall, diese Siegel kauft, dann braucht ihr auf alle Fälle ein... Also ein Griff, den ihr daran schrauben könnt. Ich hatte ja vor noch nicht allzu langer Zeit, hatte ich mir ja das gekauft hier. Und da habe ich jetzt den rausgenommen. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe ja auch nur so einen Löffel hier zum Rühren. Also das geht hier richtig zackig. Wie gesagt, ich wollte ihn ja auch gerne haben. Dankeschön, mein Schatz. Ich wollte ihn ja auch gerne haben, weil ich da eben halt meine Seifen mit gießen will. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und das ist ja genial. Also das muss ich sagen, jetzt hier geht hier richtig zackig und ist auf 1. Ne? Ich mache das gar nicht auf 2 jetzt. Es ist auch Platz so. Ich könnte jetzt auch mehrere Löffel darauf machen. Das finde ich schon gut. Ja, nur mal kurz zu One Day Saving. Wie ihr wisst, oder wer mich schon länger guckt, weiß, dass ich mit One Day Saving schon über 2 Jahre mittlerweile in Kooperation bin. Und ich sehr, sehr zufrieden bin mit One Day Saving. Was ich jetzt alles so da gekauft habe, überwiegend ja Diamond Painting haben die. Das ist das Größte, was sie haben. Sie haben aber auch diese kleine süße Stanzmaschine, die ich euch schon vorgestellt habe. Denn wenn euch die Stanzmaschine interessiert, die zeige ich euch mal ganz kurz hier. Das ist diese hier. Und da kann man den Hebel an der Seite ranmachen. Die ist richtig wertig. Die ist schwer und wertig und stanzt so klasse. Die kann ich euch wirklich so als Zweitmaschine für kleine Stanzen echt empfehlen. Die ist richtig, richtig toll. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut mal die anderen Videos. Ich habe die One Day Saving Videos alle auch in der Playlist drin. Also da braucht ihr nur auf One Day Saving gehen und da kommen dann die ganzen Videos. Und dann sind in den Videos vom One Day Saving auch immer die Links drin, dass ihr euch das dann aussuchen könnt. So, ich glaube, das reicht schon, ne? Das ging ja richtig zackig. So. Jetzt machen wir das mal wieder daran. Jetzt läuft das hier unten durch. Ich hoffe, das macht nichts, wenn das darauf läuft. So. So, mal gucken. Ja, ich hatte letztes Mal einmal zu viele da drin. Jetzt mache ich mal die andere Farbe. Also 4 Stück, glaube ich, reichen auch. So, ich habe ja auch noch diese anderen. Wenn ihr euch für diese anderen Motive interessiert, dann schaut auch in die anderen Videos. Da sind sie alle verlinkt. Genau, und... ja, Diamond Painting ist total klasse, kann ich euch nur empfehlen. Sage ich ja auch immer wieder, ich habe da bis jetzt noch kein schlechtes Teil gehabt. Immer super, super mit den Steinen, keine kaputten Steine. Und ich habe auch draußen an der Haustür dieses tolle Ruhmschild. Da habe ich noch eins von. Ich sage nur 3000 Abonnenten. Da gibt es eine Verlosung. Mir fehlen nur noch 30 Stück. Nochmal kurz am Rande. Ja, und ich habe ja auch, das erzähle ich glaube ich jedes Mal, aber vielleicht bist du das erste Mal jetzt auf meinem Kanal. Ich habe auch schon bei One Day Saving Sachen gehabt, die bei mir durchgefallen sind. Also bin ich ganz ehrlich. Also es ist zwar immer meine Meinung, aber wenn ich finde, irgendwas funktioniert nicht wirklich richtig,
dann dürft ihr sicher sein, dass ich euch das sage. Und das war bei einem Album so, also das Album, oh, das ist richtig schick, ne? Also am Rande, nehmen wir nochmal einen anderen. Das war so gewesen bei einem Notizbuch. Und das Notizbuch war keine gute Qualität. Und das habe ich ja auch Bonnie Saving mitgeteilt und habe dann ja gedacht, okay, das war es jetzt mit der Kooperation, weil ich auf den Sender gesagt habe, das fällt bei mir durch, kauf das nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das war ja dann eine negative Werbung für die und dann wollen sie wohl nicht mehr mit mir. Ja, und Bonnie Saving hat sich bei mir bedankt. Die fanden das gut, haben das Produkt rausgenommen, also es gibt es nicht mehr dort und sind weiter mit mir in Kooperation gegangen. Und das finde ich cool. Ne? Also das zeigt mir ja, dass One is Saving die Kunden auch wichtig sind. Und so sollte das auch sein. So, jetzt werden wir, was knackte da jetzt? Ein Feuerlöscher steht hier. So, jetzt male ich das Herz nochmal an. Es gibt da auch solche Stifte, wo man das noch so ein bisschen in Szene setzen kann. Aber ich glaube, da kann man auch jeden Alkoholmarker nehmen. Probieren wir gleich mal aus bei dem nächsten. So, und jetzt habe ich das Herz. Ich werde das mal auf dem Blatt machen. Ja, da ist ja schon wieder gleich das nächste geschmolzen. Also das finde ich ja toll, das Teil. Jetzt riecht es auch nicht mehr. Das war wirklich nur am Anfang. Sollte sowas natürlich nie unbeaufsichtigt lassen. So, jetzt mal gucken. So, jetzt mal so. Oh, ein bisschen. So, jetzt seht ihr das, ne? Ist das nicht cool? Und das packe ich mir weg und kann ich jetzt ganz toll machen. Und kann dann in Produktion gehen. Und dann habe ich welche da. Für Junk Journal, für Briefe zum Beispiel auch. Ich finde es total cool, so einen Brief mit einem Siegel zu bekommen. Habe ich ja schon. Ich habe mal so einen Brief schon bekommen, mit einem was ein Siegel dran hatte. Das hat was. So. Jetzt mal gucken. So. Also ich denke mir mal an dem Gerät, dass der Wachs, der dann da noch dran ist am Gerät, das ist bestimmt kein Problem. Wenn das Gerät nachher kalt ist, kann man den bestimmt gut abmachen. So, das machen wir nochmal. Ich nehme mal braun noch. Also ich habe jetzt immer 4, hatte ich jetzt. Jetzt mache ich mal 3. Mal gucken. So, das ist ja jetzt so ein Hochkant, wollte ich gerade sagen, so eine andere Form. Ja, ich kriege das immer noch nicht so genau hin, dass das so genau ist. Bei mir ist immer irgendwie eine Seite hoch und die andere Seite ist niedrig. Ja, das habe ich noch nicht so ganz raus. Mal gucken. Ja, und wie gesagt, also seit 2 Jahren bin ich mit denen in Kooperation und absolut zufrieden. Und es gibt da dort, also die Stanzmaschine, dann gibt das Malen nach Zahlen, finde ich auch total cool. Habe ich ein großes Bild, habe ich ja mitgenommen und das macht gerade meine Nichte. Ist natürlich viel Arbeit, so ein riesig großes Bild, aber es sieht natürlich auch mega aus. Dann gibt es dort Sticken, also Stickbilder, ganz, ganz tolle. Diamond Painting natürlich ist ja der Hauptartikel bei One Day Saving und ich glaube, es gibt da kaum was einer vermisst. Also es gibt von Steampunk bis ganz verspielt, märchenhaft, Fantasy, Haustürschilder, Stickerbogen. Also ich habe ja hier letztes Mal auch, hier habe ich ja einen Sticker fertig gemacht von den Stickern für Halloween, auch total klasse. Schlüsselanhänger zum Aufhängen, fürs Fensterbilder. Also ich glaube, das gibt dann nichts, was das nicht gibt. Genau, schaut auch einfach mal rein.
und guckt euch den Shop mal an, Bondi Saving. Und dann könnt ihr ja mir auch vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal bestellt habt, wie ihr den Shop so findet. Und genau, dann gibt es auch viel Nagel für Nageldesign Sachen, auch ganz cool. So, jetzt machen wir das hier mal mit einem Alkoholmarker, müsste eigentlich genauso gehen. Nee, nicht so wirklich. Nicht so gut wie mit diesem Goldstift. Das ist dann wohl doch noch was anderes. Ich hätte jetzt gedacht, dass das mit Alkoholmarker auch gut geht. Naja gut, diese Stifte gibt es ja auch in allen möglichen Farben. So. Okay. Ja, jetzt riecht das auch gar nicht mehr. Jetzt ist das nur, man riecht das nur, dass die Wärme eben halt. So, das nochmal, wo habe ich das Blatt? So, der Frauenkopf. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Ja, nicht wirklich. Also es geht nicht wirklich mit den. Muss man doch denn die passenden Stifte dafür nehmen. So, das kann ich auch schon wieder abmachen. Denkt dran, die sind immer sehr heiß. So, was haben wir denn hier noch? Mein A. Herz hatten wir. Da habe ich hier aber noch welche. Was ist das denn hier? Die waren in dem Paket drin. Das ist auch so schön, diese Pakete, dass man denn diese Pakete als Geschenk nehmen kann. Und zu Weihnachten. Man muss ja jetzt schon an Weihnachten denken, schon langsam. Also ich mache das immer, dass ich schon langsam anfange, die Geschenke zu kaufen, damit ich nicht Weihnachten erst los muss. Und da gibt es ja diese Geschenksets. Ne, die sind auch total toll. Habe ich auch in einem Video gezeigt. Es gibt sogar noch ein großes mit einer Feder, auch ganz toll. Schaut da mal in die Videos rein, wenn euch das interessiert. So, kann ich ja noch gucken, was ich das mal gucken. So. Das mache ich dann mal wieder ab hier und kann das rein. Da ist der Löffel wieder sauber. Ist das okay, wenn ich schneide, oder ist das so? So. Ja, das, ich habe jetzt ja ein bisschen die Farbe gemischt. Also es reicht auf Stufe 1, würde ich sagen. Also geht ja doch echt zackig, ne? Und man braucht dann keine Kerze, hat dann hier diese Wärmequelle. Und ja, wie gesagt, ich werde das nochmal ausprobieren mit Seifengießen, aber das wird unter Garantie funktionieren, weil ich auch so einen Behälter habe dafür, der da genau raufpasst. So. Versuche ich das mal so genau in die Mitte zu kriegen. So, einen machen wir danach noch, ne, würde ich sagen. Einen machen wir danach noch. Ups. Dann nehmen wir mal weiß hier. Das färbt sich jetzt so ein bisschen mit dem Weißen, aber das macht ja nichts. So, und jetzt wollte ich hier diesen Engel machen. Jetzt versuche ich das mal so richtig schön mit dich. Da habe ich zu wenig gehabt. Das ist zu wenig. Also mache ich noch mal einen mehr. Hatte ich da eben nur drei drin. Das kann natürlich sein. Mache ich jetzt mal einen mehr. Ja, das war ein Satz mit X. Also nichts. Aber ich mache den noch mal, mal den noch mal an.
ganz niedlich. Ja, wenn man den richtig gießt, ist der, glaube ich, ganz niedlich. Also mache ich mal hier wieder rein. Na, ich mach das mal ein bisschen höher. Mal gucken. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also das Prinzip von diesem Gerät ist eigentlich wie so ein Wasserkocher. So, dann nehmen wir jetzt noch mal, was nehmen wir denn jetzt Schönes für das nächste. So. Mal gucken. Das Herz fand ich eigentlich richtig schön. Ich glaube, ich mache das Herz noch mal. Und das auch. Ihr kriegt auch diese Siegel da wirklich in allen möglichen Variationen. So, das mache ich schon mal ab und dann mache ich das da wieder rein. Kann ich das nächstes Mal nämlich wieder mit reinmachen. So, jetzt ist das ein bisschen auf Höhe auf Power. Ja, das ist jetzt der Wachs, der da wegschmilzt. Ich mache wieder lieber runter. Das ist mir, nicht geheuer. Ich bin ja immer so ein kleiner Angsthase, was elektrische Geräte anbelangt. Und ist das noch so aus China? Das ist dann natürlich dann nochmal so ein bisschen. Ja, aber es macht einen soliden Eindruck. Und wie gesagt, also ich habe ja von Wondi Saving bis jetzt noch kein Pech gehabt mit irgendwelchen Sachen. Bis auf ein paar, die dann durchgefallen sind. Aber sonst bin ich eigentlich mit der Qualität total zufrieden. Von daher habe ich das jetzt auch gewagt, da dieses Gerät zu kaufen. Ja, das ist... Das ist der Wachs, der da jetzt ein bisschen wegschmort. Das macht nichts, hoffe ich. Ich kann das ja schon mal runterdrehen. Also aus. Ich habe das schon mal ausgemacht jetzt. Die Platte bleibt ja bestimmt eine ganze Zeit warm. Aber Wachs brennt ja eigentlich nicht, ne, Schatze? Wachs brennt doch nicht, ne? Also hier verbrennt das gerade, so wie es aussieht, so ein bisschen. Verdampft, ne? Und oder es, ach, es verdampft, ja, stimmt. Ja, verdampft. Genau. Verdampft, siehste. Genau. Gleich erstmal Infos aus dem Büro nebenan holen. Ja, genau. Wetter ist bei uns heute schön. So richtig schön herbstlich. Ich mag den Herbst ja, ne? Die Blätter haben schon fangen an, sich jetzt zu verfärben. Und das muss man ausnutzen in der Natur. Das ist so richtig schön, weil es geht so schnell, ne? Denn ein Wind mal, ein bisschen windiger und schon sind die Bäume kahl. Wenn man von einem Tag auf den anderen ist das manchmal so, dass dann die Bäume, einen Tag vorher hatten sie noch ein paar Blätter dran und nächsten Tag war Sturm oder nachts war Sturm und dann sind sie kahl. Ja. So, jetzt müsste das eigentlich auch reichen. Gut, so. Ich weiß jetzt nicht, was ich falsch mache. Also ich versuche das jetzt mal so in der Mitte zu gießen. So, dass überall was hinkommt. Das schaut doch schon mal richtig gut aus, ne? So. Jetzt mache ich das mal so, dass ich das mal... So, dass hier überall was ist. Ich will doch mal einen so einen richtig perfekten haben. So, und jetzt das Herz genau in die Mitte rein. Na, wenn das nicht perfekt wird, lassen wir das jetzt noch einen Augenblick. So, den kann ich ja schon mal runternehmen. Der kann dann abkühlen. Und ja, der ist jetzt auch aus. Hoffe ich. Ich werde ihn mal an der Steckdose dran lassen und gucken, ob er auch wirklich
wirklich abkühlt. Also das Gerät ist auch an der Seite warm. Also ich würde es nicht mit Kindern benutzen. Das ist, glaube ich, schon so eine kleine Gefahrenquelle. So, wollen wir mal gucken. Ja, das sieht doch perfekt aus. Ist das schon. Na, der ist doch toll geworden. Richtig toll. Und auch schöne Farbe jetzt. So. Dann male ich das Herz jetzt auch nochmal an. Naja, früher, wie die Siegel gemacht haben auf den Briefen, die waren ja auch krumm und schief. Ne, die sahen dann schon eher so aus hier. Wie mein eierförmiges hier. So perfekt sahen die ja nicht aus. Also jedenfalls das, was ich so aus Filmen weiß. Aber das mit dem hier anmalen, geht richtig gut mit diesem Stift. Und diese Stifte gibt es da auch in verschiedenen Farben. So, jetzt backe ich sie alle noch mal rauf und mir gefällt der mit dem Herzen am besten, aber ich mag auch den roten, der nicht ganz so förmig ist. Ja, das mit dem Engelchen ist so ein bisschen nicht gelungen. So, zeige ich euch mal. Ich mag aber auch, wenn das Siegel so aussieht. Also das ist meine schon ein bisschen zu perfekt irgendwie. Also das mit dem roten Herzen, das gefällt mir am besten. Genau, so, das war mein Video zu One Day Saving, was ich dort mir aussuchen durfte in Kooperation. Und ja, mein Fazit jetzt. Also das Teil ist gut. Ich muss jetzt noch mal gucken, ob es wirklich richtig gut abkühlt, solange der Stecker noch drin ist, damit ich dann auch weiß, dass es wirklich ausgegangen ist. Und ja, es geht richtig schnell damit. Habt ihr ja gesehen, ich habe das ja auf nicht auf 2, sondern auf 1 gemacht. Und das ging richtig schnell. Hat am Anfang ein bisschen gequalmt, aber das ist ja normal bei. Wenn man die das erste Mal anhat, die Geräte, das weiß ich, haben wir beim Backofen auch gehabt, bei dem Toaster auch gehabt. Genau. Und danach war das Qualm auch weg und es roch auch nichts irgendwie jetzt hier. Hat nichts gerochen, irgendwie merkwürdig. Ja, den Siegel mit dem Herz, der gefällt mir auch richtig gut. Und ich finde die Farben sehr schön. Ich mag dieses wirklich so ein bisschen. Goldschimmernd, wollte ich gerade sagen. Bisschen Metallic in Richtung Metallic. Finde ich total schön. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war euch nicht zu langatmig. Genau, dann konnt ihr ja vorspulen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.